So, herzlich willkommen zurück, meine Krieger und Kriegerinnen. Ich bin's, euer Odin Let's Play und ja, wir sind weiterhin in die Siedler 1 hier in Level 4 und wir kriegen gleich mal eine Nachricht. Gut, durch dieses Gebäude haben sie Land verloren. Ja, der baut jetzt überall alle 2 mm Militärgebäuden. Der Dorfdepp, also wirklich. Ja, wir haben Neues gemeinsam herausgefunden. Ich bin ja mega begeistert, dass es immer noch so viele Siedler 1 Spieler gibt, die mir dann auch mit ihren Tipps zur Seite stehen. Freut mich total. So, was ist jetzt? Kann ich hier vielleicht auch mal was machen? Ja, schön. Schön, dass du lauter Militärgebäude baust und die besetzt. Das freut mich tierisch für dich, weißt du das? Wir müssen auf jeden Fall, das Wichtigste ist jetzt erstmal, Granit können wir ganz wegballern, ja, und hier mal so ein bisschen weg, weil das Wichtigste ist wirklich Gold. Gold muss jetzt abgebaut werden. Wir müssen uns jetzt mal eine vernünftige Streitmacht hier aufbauen. Das ist extrem wichtig. Was haben wir hier? Nice. Nice. Hier. Gut, dass ich mit dem Finger auf den Bildschirm zeige. Ihr seht mich ja immer noch nicht, auch wenn schon eine Kamera bestellt ist. Ja, es wird bald eine Facecam kommen. Und ihr werdet bald sehen, mit wem ihr es zu tun habt. Muhaha. Aber auf jeden Fall, das ist der Kerl, den wir wollen. Wie sieht's denn hier aus? Nicht so geil. Naja, gut. Das ist wurscht. Was? Wir haben hier Gold. Alter, wir haben hier Gold. Das muss sofort abgebaut werden. What the fuck? Ich hatte gedacht, das ist die einzige Goldquelle da oben. Und die muss dringend uns gehören. Ich denke auch, dass bald mal Zeit wäre für einen Soldatentausch. Ich will hier die stärksten Einheiten nicht da drin haben. Wie sieht es denn hier mit Männern aus? Ja, hier haben wir auch ein paar drin, aber eher so zum Vorrat. Ja gut, hier unten haben wir den Bauernhof gebaut, okay. Bam. Ich muss mich kurz bloß umschauen. Also ja, wir machen hier schon mal ein bisschen was. Hier, der Holzfäller baut hier ab. Der hier ist komplett verwirrt, der Kerl. Ich muss mich bloß immer so ein bisschen zurechtfinden, weil ich produziere ja vor. Studium hat wieder begonnen und es gibt einiges zu tun. Deswegen muss ich mich dann erstmal wieder zurechtfinden. So, aber hier haben wir eine zweite Schweinezucht, genau. Die müsste eigentlich dann auch gut versorgt werden. Wie sieht's denn mit dem Schlosser aus? Der arbeitet sehr schön. Hier Bäckerei. Ja, sieht doch gut aus. Abgesehen von dem, was der hier wieder hinkleistert. So. Müssen aber eigentlich schon noch ein bisschen mehr aus allem machen, was wir hier haben, gell? Wie sieht es denn so grundsätzlich aus? Ja, aber die ist eigentlich gut besetzt und Kohle haben wir auch genug. Wenn wir das ein... Wenn wir irgendwie ihm diese Eisenzufuhr hier sperren könnten. Klar. Du, bau. Bau überall. Hier kommt der nächste Soldat. Wo hat er noch hingebaut? Hier hat er nochmal hingebaut. Hier, sag mal. Also, sowas wie Mindestabstand zwischen den Militärgebäuden, das wäre vielleicht auch mal eine coole Sache, gell? Muss man aber auch nicht machen. Muss man aber auch nicht machen. Ist ja wirklich. Zack, den Baum. Hoffentlich fällt er den. Hier wäre irgendwo, genau hier, wäre ein Holzfäller ganz gut. So. Da achte ich auch gar nicht so um die Optik, weil der ist ja eh nur, um das Zeug hier abzubauen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt anfangen, viel, viel Gold abzubauen. Wir haben schon 19 Goldbarren. Ja, hebt die Moral auf nicht erwähnenswerte 50%. Da brauchen wir noch mehr.
So, die bilden sich langsam aus. Es ist schwierig, einen Mittelweg zu finden. Dazwischen so, ja, wie viele Soldaten behalte ich in den Lagern, damit sie trainieren können, und wie viel stelle ich an die Grenze? Da unser Gegner ja hier so ziemlich auf die Goldvorräte mal aus ist, wäre es halt irgendwie geil, hier die Gebäude in der Nähe der Goldvorräte mehr mit stärkeren Soldaten zu füllen. Hier unten zum Beispiel, was will er hier? Warum sollte er uns hier angreifen? Ist er? Boah, also... Ja, und hier war da auch noch eins hin. Es langweilt mich gerade ein bisschen. Wie sieht's denn mit den Fischern hier aus? Finden die hier was? Ich würde gerne mal einen Fischer beim Arbeiten sehen. Da haben wir einen. Weil der untere, ja, Dümpel war ja quasi leer gefischt. Denen geht's gut. Ich hoffe, die kriegen genug Zeug rein. Weil er ist ein bisschen unterfordert, der Schlachter hier oben. So, jetzt schauen wir mal. Klar, da baut er auch noch eine hin. Alles klar. Bau. Bau so viel du kannst. Das sieht nicht gut aus. Nee, es sieht tatsächlich mit Fisch überhaupt nicht gut aus. Hier kommt ja genügend Stroh rein. Ja, wir müssten halt... Ich hätte gern hier noch eins, genau. So. Damit hier noch direkter das Stroh geliefert werden kann. So, er sät jetzt auch schon an. Sehr schön, die Mühle arbeitet auch. Kann man die hier schon hinbauen, die Mühle? Ja, würde gehen. Wie ist denn die Auslastung hier drüben? Naja, zumindest so, dass sie dauerhaft was machen. Hier sieht's gut aus, genau. So, hier haben wir die Goldschmelze bald fertig. Nicht Goldschmelze, Goldbergwerk. Können wir irgendwo noch eine bauen? Also, jetzt wirklich eine Goldschmelze? Nee. Gehst du mir auf die Nerven? Oh. Kommt schon, Freunde, wir brauchen mehr Soldaten und mehr starke Soldaten. Das ist hier zu wenig. Das ist ja nicht gut genug, wir sind im Krieg. Könnten hier irgendwo... Hier könnte man theoretisch... Weiß nicht, wie besetzt die Wege hier sind. Hier könnte man den Theorie, aber hier könnte man eventuell noch ein paar Bauernhöfe hinbauen. Oder hier. Hier wäre auch eine Möglichkeit. Da sind halt die Anbindungen nicht so optimal. Ich bin auf jeden Fall für einen baldigen Soldatentausch. Nee, hier können wir auch nichts reinbauen. Ich würde es halt gern relativ nah... Ja, nee, da muss auch nicht sein. Was ist denn, wenn wir es hier... Was soll das denn jetzt? Ciao. Och, jetzt brennt es. Können wir da nicht bauen. Naja, hier wird ein Holzfäller gebaut, genau.
Der soll hier mal ein bisschen Freiraum schaffen. Hier oben wäre mir das, um ehrlich zu sein, auch ganz recht. Wir haben hier unten ja eigentlich zwei Sägewerke, die ja verhältnismäßig gut besetzt sind. Was ist jetzt? Also jetzt hört es aber auch langsam auf. Ihr braucht nicht die Grenze immer weiter verschieben. Das ist doch Bullshit, oder? Ach, Alter. Ja, leck mich fett, du Spast. So ein Quatsch. Jetzt baut er wieder hier eins hin, weißt du, weil der braucht keinen Abstand. Boah, kotzt der mich an. Seiner Scheiße. Jetzt müssen wir hier nochmal... Komm, jetzt liefert es ab. Ach, Alter. Du wirst es noch so bereuen. Du wirst es so bereuen, Junge. Du wirst es so bereuen, mir so auf den Keks zu gehen, das sag ich dir vor allem. Ey, wie viele Schweine sind denn da? Ist das normal? Nein, jetzt geht der Weg hier nicht mehr, ich kotze. Boah. Können wir den Weg hier irgendwie anders gestalten? Ja, ist jetzt nicht besonders schön, aber zumindest haben wir dann zwei Möglichkeiten dahin zu watscheln. Haben wir jetzt eigentlich schon irgendwie mal hier... Nee. Wir wollten noch eine Goldschmiede bauen, so. Einmal. Zweimal, wunderbar, gut. Okay, wir haben jetzt hier schon ziemlich starke Soldaten drin, jetzt denke ich, wird es Zeit. Mal einen kleinen Soldatentausch vorzunehmen. Jetzt bin ich gespannt, ob er das gleich mal ausnutzt. Wo geht er jetzt schon wieder hin? Baut jetzt überall Kasernen hin. Die Kaserne wird wieder mal hier alles einnehmen. Das ist logisch, was sonst. Solange das Lager bestehen bleibt. Ist mir alles recht. So, hier wäre es mir bloß ganz recht, wenn die starken Soldaten rausgehen. Genau, die marschieren jetzt auch los. Hier ist einer. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Die schwachen Soldaten bleiben hier drinnen. Die starken kommen raus. Er hat ja kein Gold. Er hat ja kein Gold. Er kann es nirgendwo abbauen. Wir haben zumindest ein bisschen was. Wir haben jetzt 53%. Okay, das geht. Schauen wir mal, wo der... Ist der hier in die Nähe irgendwo reingegangen? Ja, ja. Bau du deinen Kasernengürtel, wie du möchtest, ohne Witz. Tu, was du nicht lassen kannst. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. So, er ist, glaube ich, auch fertig hier. Wir müssen mal hier so ein bisschen schauen. Ah, doch, der Holzfäller leistet hier schon noch Arbeit.
Und die Fischer, okay, sie kriegen was. Die Fischer hier kriegen Fisch, das ist gut. Ah ja, da ist der nächste, aber der geht mir ein bisschen in die falsche Richtung. Sind denn hier schon wieder Soldaten drin? Ja, ein paar, okay. Hä? Hier ist der doch vorher reingegangen. Oder wo ist der hin? Nee, ist der hier hin? Ja, hier ist der hin, okay. Oh, ich weiß nicht, ob wir weiter abwarten sollen. Ich bin mir gerade so ein bisschen unschlüssig. Wie viel könnten wir denn da angreifen? 2 Stück. Ist halt auch nicht so beeindruckend. Besonders ich weiß gerade nicht. Hier haben wir eine Kaserne. Hier unten auch. Also maximal mit 3. Aber wo kommen die alle her? Wo kommen die alle her? Hier fehlt halt noch ein 2. Förster, weil der allein macht's halt nicht. Und dann noch ein Holzfäller. Das wäre dort optimal. So, der macht hier, glaube ich, nichts mehr. Den können wir abreißen. Dann können wir hier eigentlich überlegen, noch einen Bauernhof zu bauen. Der hat hier schon genug Platz. Ich meine, rein theoretisch können wir auch hier... Ach, aber der findet Bauplatz. Der findet schon genug Platz, komm. Bauernhof, Getreidefarm. So, wieso sind hier nur 4 Einheiten drin? Das finde ich nicht so gut, weil eigentlich hatte ich 6 Einheiten eingestellt. Die meisten sind vermutlich hier drin, ja. Und die verbessern sich langsam, okay. Ja, was hat er jetzt gemacht? Ja, ja. Ist ja recht, ist ja recht. Wo kommen die Einheiten her? Eine? Kommt der doch raus? Nee. Wo kommen die anderen Einheiten her? Da kommt eine her. Was? Okay, hier kommt es zum ersten Kampf. Ja, er kriegt schon mächtig auf den Sack. Ja, ja, unsere Generäle machen das, was sie am besten können, beziehungsweise unsere Offiziere, sie verrecken. Ich habe ja schon mal gesagt, meine Theorie ist ja, dass man da so ein bisschen in der Midlife-Crisis hängt, wenn man Offizier ist. Eigentlich hatten wir ja gesagt... Ah ja, da kommt noch einer. Und wo kommt der dritte? Der kommt da. Genau, klar. Also wirklich. Also wirklich. Da hat er mal gut ausgeteilt. Oh! Monsignor, ich bin überrascht von Ihren Kampffertigkeiten. So, jetzt muss er sich nur noch gegen den anderen Hauptmann beweisen. Nein? Ja. Nein. Ja. Ja, geiles Ding. So, wir sind zurück. Wir sind zurück, meine Lieben. Geil. Geiles Teil. Okay,
machen wir es denn am dümmsten? Wisst ihr was? Wir machen hier das Forsthaus hin. Das reißen wir erstmal ein. Dann bauen wir hier, glaube ich, den Holzfäller hin. Damit haben wir unser Holzgebiet auf jeden Fall gesichert. Nee, hässlicher geht's nicht, oder? Nee. So. Schön viele Wege machen. Ich mag viele Wege. Ich mag, wenn das Straßensystem gut ausgebaut ist. Okay. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal zumindest jetzt ein kleiner Teilerfolg gewesen. So, hier haben wir die ganzen Soldaten drin. Die sollen sich jetzt erstmal ein bisschen ausbessern in der Zeit. Werden wir hier ein bisschen ausbauen, schauen, dass wir Ah, nice, der geht da hoch und baut es ab. Schauen, dass wir bessere Soldaten bekommen und mehr Gold und damit unsere Prozentzahl erhöhen, was die Siege angeht. So, Holzfäller steht hier schon mal. Der baut hier auch schon fleißig ab. Sehr schön. Ich glaube, der Steinmetz ist durch. Können wir hier unten nochmal bauen.